Hallo ihr, ich bin schon wieder, diesmal mit einem kleinen Kauftipp, Probiertipp. Und zwar soll es um dieses süße Parfüm gehen. Von Pussy Deluxe Showcat heißt das. Und ich möchte gleich mal sagen, was ich für ein Parfümmensch bin oder nicht bin. Ich gehe in Douglas meinetwegen rein und ja, gehe den ganzen Parfüms rum. Ich nehme Teststreifen, genau. Das Parfüm dort drauf und rieche daran, finde es nicht so toll, nehme den nächsten Teststreifen, sprühe wieder ein anderes Parfüm darauf, finde es wieder nicht so toll. Ich könnte mich quasi durch den halben Laden probieren, ohne wirklich was zu finden. Ich habe so meine Duftnote noch nicht gefunden, ich habe keine Ahnung, ob ich süße, herbe, heißt das, oder? Blumige oder sonstige Düfte mag, keine Ahnung. Und ich tue mich eben wahnsinnig schwer, damit ein Parfüm zu finden. Also es ist wirklich ganz selten, dass es ein Parfüm gibt, das ich tragen kann, ohne nach 4 Tagen oder so davon genervt zu sein und es irgendwie nur noch manchmal so zu tragen, von wegen, ja, ich hab's ja, ich könnte es ja mal auftragen. Aber dass es so ein Parfüm gibt, mit dem ich mich wohlfühle, mit dem ich mich sozusagen identifizieren kann, das gibt eigentlich selten. Und neulich war ich eben in der Stadt bei Douglas und habe wieder ein paar Parfüms durchprobiert. Diesmal, muss ich gestehen, wurde ich von verschiedenen hübschen Flakons angelockt und bin dann bei diesem hier letztendlich hängen geblieben. Das hat ja auch wirklich knallige Farben. Passte zu dem Namen Pussy Deluxe Showcat. Und ja, ich fand das schon mal ganz nett von der Aufmachung her. Ich habe dann dran gerochen und ich war irgendwie begeistert. Als allererstes hat mich das nämlich an den Duft frisch gewaschener Wäsche erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber total schön und angenehm. Und dann muss ich doch nochmal dran schnuppern. Und dann bin ich weitergegangen und musste doch nochmal dran schnuppern und dann habe ich es noch gekauft. dieses Parfüm gibt es seit Juni 2010 und es ist wohl eine LE, soweit ich das recherchieren konnte, von Pussy Deluxe. Ich habe mal ein bisschen herumgefragt bei mir in der Familie und Freundeskreis und so. Also keine Angst, keine wahnsinnig vielen Leute, nur so ein paar, weil ich mich ja ein bisschen schwer tue mit ja, Düfte beschreiben, Düfte einordnen. Und ich kann ja mal euch so erzählen, was da so die Eindrücke waren. Zum einen meinten manche, ich bin wieder nach so vielen Leuten, dass es ja nach Zitrus riecht, dass man das als erstes riecht. Ich habe ja an frische Wäsche gedacht. Mein Freund meinte, es würde riechen, als hätte man sich ein großes Glas Limonade übergekippt aus Versehen und würde damit jetzt ja, rumlaufen mit dem Limonadenduft. Passt ja wieder zum Zitrusduft. Und ich persönlich denke eher, dass es ist, als hätte man im Sommer ein großes Glas Limonade vor sich mit einem Strohhalm vielleicht und als hätte man das jetzt auf einmal leer getrunken und als wäre man erfrischt und fröhlich und hätte eben noch diesen Limonaden-Nachgeschmack im Mund. Daran erinnert es mich auch, als ich das gehört habe, diese Beschreibung mit dem Limonade verschüttet. Meine Schwester allerdings, die hatte nicht so, ja, eine nicht so nette Beschreibung, sage ich mal. Sie meinte nämlich, oh, das riecht ja wie gut riechendes Putzmittel. Ist jetzt vielleicht ein bisschen eigenartige Beschreibung. Dann, nach einer Weile, meinte sie auch, nee, das riecht doch mehr nach Apfel. Also ihr seht schon, dass jeder irgendwie was anderes drin riecht. Ah ja, und dabei waren auch noch Eindrücke von Flieder, Maiglöckchen und Nachtkerze. Warum auch immer. Mich hat es dann mal wahnsinnig interessiert und ich kenne mich ja nicht so mit den Kopf- und Fußnoten, Herznoten, mit Kopf-, Herznoten und Basisnoten aus. Okay, ihr hört es schon. Ich habe das mal recherchiert und lese euch das mal vor. Die Kopfnote soll Bergamott sein und rosa Pfeffer und grüner Apfel. Also lag meine Schwester doch irgendwie richtig mit ihrem Apfel. Die Herznote ist Fresie, bulgarische Rose und Pfingstrose. Und die Basisnote zu guter Letzt Moschus, Zeder und Amber. Also ihr Parfümfreaks da draußen auf YouTube, vielleicht könnt ihr euch jetzt ja schon vorstellen, wie das Zeug riecht. Ich könnte es glaube ich nicht, mir sagt das mal so gar nichts. Also würde ich euch empfehlen, ihr geht jetzt mal zu Douglas
Oder ihr denkt einfach dran, wenn ihr beim nächsten Mal dort seid und nehmt euch diesen schönen weißen Teststreifen, sprüht ein bisschen von diesem Parfüm drauf und schnuppert mal dran. Und dann schreibt ihr mir, was ihr davon haltet, an was es euch erinnert. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Und ob, und ob euch das auch so gut gefällt. Also, mich begeistert das, weil es eben kein Parfüm ist, von dem man nach 4 Tagen die Nase voll hat, das zu aufdringlich ist, das kann ich gar nicht leiden. Es ist mehr so ein Parfüm, bei dem man den Duft erforschen kann, meiner Meinung nach, denn jeder riecht was anderes und es riecht auch wieder anders nach vielleicht 2 Minuten, nachdem man es eben aufgetragen hat. Und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich spannend, dieses Pussy Deluxe Showcase. Gekostet hat das bei mir übrigens in Douglas 19,75 Euro. Also finde ich ganz okay. Und in diesem hübschen Flakon sind, soweit ich weiß, ja, 30 ml enthalten. Okay. Ich glaube, das war es auch schon wieder. Sollte eben nur so ein kleiner Tipp sein, von wegen Limited Edition. Wer weiß, wie lange das im Sortiment ist. Und wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Hoffentlich. halt, da wollte ich noch was sagen. Gut, dass ich noch dran denke. Ich habe mal die Fotos gemacht und dann anschließend bearbeitet am Computer. Und eins, das ich bearbeitet habe, erinnert mich mega an dieses Parfüm. Also vom Aussehen, aber auch so vom Feeling her. Ich blende euch das jetzt nochmal am Ende ein. Ja, war's auch schon, ne? Ciao, bis bald.